Bier in Masse und war später mal total genial. Ah, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Also mach dir keine Sorgen, denn wir gehen von morgen. Super dicke Boxhandschuhe. Schon wieder der. Monir war skeptisch gegenüber Lailas neuem Freund Lars. Seit sie mit dem zusammen ist, taucht Laila immer wieder in ihr eigenes Universum ab. Laila schien glücklich zu sein. Doch meint es Lars wirklich ernst mit ihr? Tschüss. Vor der Wahl zum Klassensprecher offenbarte Kim ihren Mitschülern die Wahrheit. Dass ich HIV-positiv bin. Und war erleichtert über deren Reaktionen. Wie? Das mit der Infektion? Ja, die haben alle total super reagiert. Keiner ist mir blöd gekommen, so wie in der alten Schule. Aber Berger stieß auf Widerstand. Berger? Das war der Vater von Jens Hartmann aus der 9. Er überlegt, seinen Sohn von der Schule zu nehmen, weil wir hier, ich zitiere, AIDS-Kranke unterrichten. Weiß nicht, die Hand, die einfüttert. Nie gehört? Bleibt ein Harnack bloß. Keine Ahnung, hallo. Wahrscheinlich verschlafen. Hey! Guck mal, wie dick Lola schon ist. Ich schätze mal noch 3 bis 4 Tage zur Geburt. Und wir sind gleich dabei. Wenn Lola nicht wieder das Kamerakabel durchknabbert. Das haben wir neu verlegt. Da kommt sie nicht mehr ran. Jetzt fehlt nur noch Harnack mit der Kameraleuchte. Vielleicht schwänzt er ja. Soll ja Biolehrer geben, die Tiere eklig finden. Doch nicht Harnack. Auch mal halten? Nee, lass mal. Steh nicht so auf lebende Wolle. Leute, tut mir leid, ich weiß, bin spät dran. Sie haben die passende Kameraleuchte nicht gefunden. Ja, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Dr. Berger wird das Tiergehege schließen. Was? Das kann er doch nicht machen. Die Tiere kosten zu viel. Was ist das denn für eine Begründung? Für jeden Mist wird Geld ausgegeben. Vielleicht kann wer ja gar nicht anders. Druck von oben. Hat Hanak doch gesagt. Man kann immer anders, wenn man anders will. Typisch Berger. Das kannst du laut sagen, Mann. Ich bin so froh, wenn die Viecher wechseln. Und wenn Berger das genauso sieht, dann kann die da gar nichts machen. Geil. Wenn ich kein Stalldienst mehr. Das müssen wir doch machen können. Wozu haben wir denn unsere Schülerzeitung? Ja, und wozu unsere Klassensprecherin? Ich meine ja nur, wenn ich Klassensprecher wäre, wüsste ich jetzt schon genau, was zu tun wäre. Wir wollen doch alle, dass die süßen Tierchen auf einen Stall bleiben. Oder? Es ist nun mal, wie es ist. Für den Bau der Zaunanlage im Haupteingang werden eben die Mittel für das Tiergehege gestrichen. Aber da muss doch was zu machen sein. Ja, was soll ich denn machen? Ja gut, ich kann natürlich am Wasser sparen, ja? Oder der Schule den Strom abdrehen. Ja, da habe ich mich dann eben doch lieber für unsere vierbeinigen Freunde entschieden. Ja? Das können Sie nicht machen. Kim, ich habe jetzt im Moment wirklich... Sie können das Tiergehege nicht schließen. Das lassen wir nicht zu. Wir haben das Schülerparlament einberufen. Ach, wunderbar. Da kann ich euch ja dann in Ruhe alles erklären. Ne? Sie wollen die Tiere loswerden. So einfach ist das. Mit meinem Wollen hat das wirklich herzlich wenig zu tun. Ich muss mich der Entscheidung der Sponsoren beugen. Sie sind der Direktor dieser Schule. Und? 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 Du gehst jetzt bitte. Ja? Arschkriecher. Lass dich nicht einschüchtern. Du machst es schon, weiß ich. Wird sich ja zeigen, ob wir die richtige gewählt haben. Wir? Ich habe deine Stimme gekriegt. Saubere Entscheidung, Philipp. Immer noch sinnvoller, als dem Lamm dazu zu hören. Wo will Berger eigentlich mit den ganzen Tieren hin? Das wollte der Tierschutzverein auch wissen. Bist du angerufen? Irgendwas muss man doch tun. So, wenn ich einmal um eure Aufmerksamkeit bitten dürfte, um es kurz zu machen. Alle Schulen müssen sparen, manchmal gerade da, wo es am meisten wehtut. Ich habe natürlich mit den Sponsoren darüber gesprochen, wie wichtig das Tiergehege für unsere Schule ist, aber manchmal helfen eben auch die besten Argumente nicht weiter. Dann waren es auch nicht die besten. Ihnen kommt dieser blöde Zaun auch gerade recht. Sie wollten doch sogar mal Überwachungskameras haben. Genau. Das ist doch jetzt wirklich unsachlich. Frau Steiner hat sich damals auch gegen die Sponsoren durchgesetzt, als sie das Tiergehege eröffnet hat. Ja. Und da können Sie doch wenigstens mal dafür sorgen, dass die Tiere auch bleiben. Ja, ich bin eben nicht Frau Steiner. So. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's jetzt. Und das nennt sich Direktor. Und ja, los.
ist Berger ganz klar die Meinung gesagt. Irgendwas muss der jetzt machen. Ja, und vor allem müssen wir was tun. Das TG darf keinen Moment unbewacht bleiben. Guck mal, die dicke Lola riecht das Heu. Ist ja nicht doof, unsere Dicke. Lola erinnert mich immer ein bisschen an Moritz. Nur, dass der so dick war, ohne schwanger zu sein. Moritz? Mein Meerschweinchen, als ich klein war. Total verfressen. Alle Diätversuche sind gescheitert. Bis meine Mutter gestorben ist. Möhren und Heu hat er immer nur von ihr genommen. Irgendwann habe ich es dann geschafft, ihn umzugewöhnen. Hat aber lange gedauert. Tieren kann man nicht einfach neue Gewohnheiten antrainieren oder eine neue Umgebung verpassen, so wie Berger das vorhat. Hier steckst du. Ich suche dich schon überall. In nächster Zeit wirst du mich öfter hier finden. Berger stinkt sauer auf dich. Warum? Nur weil ich ihm meine Meinung gesagt habe? Weil du ihn vor dem ganzen Schülerparlament vorgeführt hast. Ich wollte doch nur, dass er nicht so stur ist und dass er nicht gleich aufgibt, nur weil... Aufgeben, Direktor Berger. Aufgeben ist nur wirklich nicht seine Sache. Wenn der von was überzeugt ist, dann setzt er sich auch dafür ein. Solltest du eigentlich wissen. Für dich hat er sich auch ganz schönes Zeug gelegt. Herr Berger ist euer Direktor. Wenn der wollte, dann könnte er sich die ganze Sache auch ziemlich einfach machen. Leila, warte mal. Mensch, wo warst du vorhin? Berger will ja das Tiergehege schließen. Und, Ja, doofe Sache. Ja, Kim und die Neunte machen voll was los. Und da dachte ich, wir könnten vielleicht auch was tun. Was willst du denn da tun? Ich denke, Berger muss sparen. Der kann er doch woanders, aber nicht gerade bei den Tieren. Ja, ich dachte, wir könnten einen Song schreiben. So eine Art Protestsong. Die Ideen für die Musik habe ich schon im Kopf und der Text fällt uns auch noch rein. Die armen kleinen Meerschweinchen, heul, heul. Ein bisschen anders vielleicht. Nein. Ja, lass es uns doch wenigstens probieren. Hast du mal über einen Song nachgedacht, in dem es wirklich um was geht? Tut mir leid. Ja, mir auch. Weil wir nicht wollen, dass die Tiere ohne uns und wir ohne die Tiere sind, fordern wir kein Einstein ohne Tiere. Jupp, sehr gut. Ich setze den Text in die Schülerzeitung und organisiere die Wachen. Kommst du mit? Klar. Halt. Dich brauche ich jetzt noch hier. Ich schreibe jetzt noch den Brief an die Eltern und dann malen wir Plakate. Ei, ei, Sir. Ich hole dann mal die Farbeimer aus dem Keller. Natürlich nur, wenn die Chefin es erlaubt. Was soll denn das jetzt heißen? War ein Scherz, okay. Ich freue mich nur, dass du so dabei bist. Als Klassensprecherin, Flugblattentwerferin, Tierschutzaktivistin. Was wäre Einstein bloß ohne dich? Und ich ohne Einstein. Das könnte ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Ich kümmere mich dann mal um die Farben. Liebe Eltern,